Reaktionstraining mit Jonglierbällen. Es ist ja relativ, ist ja eh schon schwierig alleine. Ne? Wie kann man da ein Reaktionstraining machen? Und eine Übung ist folgende. Und zwar legst du so einen Jonglierball auf den Kopf. So, und irgendwann fällt er ja runter. Ne, das ist ja klar. Und bei mir dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis er runterfällt. Ich kann ein bisschen hüpfen. Oh, und wenn er dann fällt, dann ist es ein Reaktionstraining. Ne, weil ich weiß nicht genau, wo der hinfällt und muss dann entsprechend reagieren. Ja. Okay, machen wir von der Seite. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was erkennen. Oh, oh. Ja, es ist schwierig. Man muss halt reagieren. Man merkt zwar, oh, man spürt, wenn der Ball anfängt zu fallen, aber dann, wo er jetzt genau ankommt, das ist eine Überraschung. Oh, ne? Und wir brauchen dieses Überraschungselement, um darauf reagieren zu können. Okay? So, Steigerungsform ist mit zwei Bällen. Das ist schon die Herausforderung. Da braucht es relativ weiche Jonglierbälle. Okay. So, und jetzt irgendwann fallen die und dann versuche ich sie zu fangen. Das ist jetzt das Reaktionstraining, was echt herausfordernd ist. Oh! Okay. Immerhin eingefangen. Okay. So, nochmal. Versuchen wir nochmal. So, ein bisschen bewegen. Ja! Ah! Schon wieder nur einen. Na, immerhin. 50%. Okay, mit drei, das wollen wir jetzt noch nicht machen. Nehmen wir den mal zur Seite. Aber mit zwei, vielleicht nochmal hier ein Erfolgserlebnis. Ich hatte ihn. Okay, aber letztendlich wieder das alte Thema. Es soll gar nicht gekonnt werden. Ne? Einfach nur, dass ich das mache und trainiere, hat das schon einen Effekt auf die Reaktionszeit in meinem eigentlichen Job sozusagen. Ne? Das ist nur Mittel zum Zweck. Klar, wir möchten gerne, wir haben diesen Ehrgeiz irgendwie in uns, wir möchten natürlich dann beide Bälle auch fangen. Ja! Und dann ist es auch ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man es dann mal schafft. Na, aber fang mal an mit einem Ball, das wird schon schwierig genug sein. Werd doch mal mit links versuchen zu fangen, mit der schwachen Hand. Ja, ah, ja, habe ich gespürt. So, und dann mit zwei versuchen, guck mal, ob es nochmal klappt. Ja, yes! Nochmal. Na, also es ist nicht unmöglich, man kann es schaffen, man sieht ein bisschen komisch aus dabei. Aber wenn du es für dich alleine machst, dann ist das eine schöne Reaktionsübung mit Jonglierbällen, die ja eigentlich eher Geschicklichkeit sind, aber so hast du auf jeden Fall so einen Reaktionsaspekt mit dabei und muss ganz ehrlich sein, das macht auch Spaß. Okay, also viel Spaß.